Deutschland dann nicht so angucken kann, dass kein passiert sind. Ein großer Justizskandal ist eigentlich, weil Frau Lübing hat sich schon an die Behörden gewandt und den Verdacht geäußert, auf eine Vergewaltigung geworden zu sein. Sie wird nun selbst zu Täterin gemacht, im Strafverfahren ausgesetzt wegen falscher Verdächtigung. Das wird heute hier behandelt. Wir wollen zeigen, dass wir auch Nachhilfe bekommen, mit der das Gesundheitssystem dann endlich ein kleines deutsches Strafgesetzbuch gefunden hat, dass wir auch da weiter den Behörden auf den Finger schauen, den der richtigen auf den Finger schauen, um zu gucken. Wir brauchen nicht nur ein Arzneimittel auf Papier, sondern auf die Sicht der Praxis. Also ich habe vor diesem Fall tatsächlich nicht aktivistische Aktionen zu diesem Thema gemacht, was halt sehr, sehr schwierig war, aber insgesamt eine breitere Öffentlichkeit für feministische Themen und nein, das ist ein ganz typisches, jahrealtes feministisches Anliegen für das Frauen und Männer seit Jahrzehnten gekämpft haben. Viele Leute waren dafür nicht wirklich erreichbar und haben das Problem nicht gesehen und sie erreicht auch eine ganz andere Bevölkerungsgruppe für diese Inhalte und ja, also wir rechnen ihr das sehr, sehr gut an, ohne sie hätte es zuvor wahrscheinlich nicht gegeben. Also erst nachdem hier Fall diesen Druck aufgebaut hat in den Medien, kam dann Hessen Nein in den Reformentwurf rein und da hat sie ein großes Geleistet für uns alle. Ich glaube, das ist ein Gewicht oder was? Wie schätzt das ein? Es gab heute ja noch eine weitere Kehrtwende, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Es ist eine weitere Zeugin aufgetaucht, die angibt, im Jahr 2004 von Pinto vergewaltigt worden zu sein, auch unter Einsatz von K.O.-Tropfen. Sie ist gerade auf dem Zeugenstand und wird dazu vernommen. Ich denke, das Gericht wird ihre Aussagen verwerten, um seine Glaubwürdigkeit einzuschätzen. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen neuen Twist. Ich bin eigentlich sehr skeptisch und gehe vom Schlimmsten aus. Also ich kann mir vorstellen, dass sie nicht frei gesprochen wird, vor allem, weil ich der Richterin unterstelle, nicht neutral zu sein. Ich finde, sie handelt befangen. Ich weiß, wie der letzte Verhandlungstag ablief. Ich kenne ihre Kommentare zu dem Video, was heute in Augenschein genommen wurde. Das ist einfach an Zynismus kaum zu überbieten. Aber eigentlich weniger um Gina Lisa als Person bei euch, als eher um die Sachen, oder? Also das muss man ja mal erstmal verstehen, wahrscheinlich auch vorher jetzt nicht zu der Gina Lisa, oder? Also ich persönlich bin nicht Gina Lisa-Fan, aber das tut auch nichts zur Sache. Also sie ist in erster Linie ein Mensch, der wahrscheinlich Opfer von einem schweren Verbrechen wurde. Und als solcher Mensch wünscht sie uns Solidarität und Unterstützung. Und sie sagt ja auch selbst immer wieder, sie setzt sich für uns auch ein. Sie kriegt diesen Kampf nicht nur für sich aus, sondern auch für alle anderen, die irgendwann mal Betroffene einer Sexualstraftat werden könnten, weil sie eben sagt, na, wenn das Schule macht, was hier passiert, wer zeigt denn dann noch an überhaupt? Und sie hat da ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass sie auch aufgrund ihrer exponierten Rolle in der Medienöffentlichkeit da nochmal einen anderen Hebel ansetzen kann als viele andere. Und also ich denke, gerade für sie, ein Strafbefehl von 24.000 Euro ist natürlich viel Geld, aber ihrem Einkommen ist wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Sie hat halt gesagt, wenn du nicht zahlst, dann ist es einfach vorbei. Also sie setzt sich auch einem traumatischen Verfahren erneut aus, eben um für die Sache einzutreten. Und wir wollen da mit ihr sein. Also es geht uns alle was an. Also eine aus sechs Frauen wird im Laufe des Lebens vergewaltigt. Das ist ein Skandal. Vielen Dank. Sag mir einmal deinen kompletten Namen und deine Funktion. Ich bin Michaela Streibelt und ich habe in dem Sinne keine Funktion. Ich bin Teil eines losen Bündnisses von Privatmenschen, die diese Demo mit organisieren. Okay. Cool. Vielen Dank. Und